Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sprechen heute ein bisschen darüber, was in Israel gerade passiert. Israel ist im Krieg. Israel is under a massive attack we've never seen before. We woke up this morning to thousands of rockets that were fired into Israel by Hamas. Und ich möchte dich ein bisschen updaten, was passiert ist und wie wir als Christen dazu stehen sollten. Ganz kurz bevor wir einsteigen, wenn du uns supporten möchtest, wir haben gerade einen Film in den USA produziert und der kommt am 15. November raus und wir brauchen noch 3 Personen, die bereit wären, 1.000 Euro zu spenden. Du kriegst eine Spendenquittung, kannst also von den Steuern absetzen, wenn du jetzt am Ende des Jahres noch ein bisschen runterkommen möchtest. Okay, aber kommen wir wieder zurück zum ernsten Thema. Die Hamas haben Israel angegriffen. Und vielleicht bist du genauso wie ich, okay, was ist Hamas überhaupt? Und ich habe das auch erstmal gegoogelt. Und was bei Google steht, ist, die Hamas ist eine radikal-islamistische Palästinenserorganisation. Es ist Palästinenser, die Israel angegriffen haben. Die sind anscheinend ziemlich extrem, so wie es aussieht. Und das Krasse, was diese Hamas eben getan haben, ist, dass sie diese ganzen Raketen, hier seht ihr ein paar Videos, dass diese Raketen nicht auf israelische Militärstützpunkte abgeworfen wurden. Die wurden nebendran auch ein bisschen erwischt. Aber vor allem haben sie es abgesehen auf Zivilopfer. Also sie wollten Menschen töten. Normalerweise hört man, wenn es um Angriffe auf Israel geht, immer nur um Raketenangriffe, die jetzt ja auch wieder passiert sind. Aber krasse Bilder, die wir sehen können, ist, dass die Hamas nicht nur Raketen geworfen haben, sondern sie sind auch ins Land eingeflogen mit Fallschirmspringern. Sie sind über die Grenzen gefahren mit Pickups, mit Leuten drauf und versuchen, Israel wirklich teilweise einzunehmen. Und da sehen wir, dass teilweise schon Blocks in Israel, in Städten, die im Süden von Israel liegen, schon von den Terroristen eingenommen wurden. Auch krass ist, dass sie Hamas ganz viele Menschen gefangen nehmen. Das heißt, sie nehmen Israelis und bringen sie mit wieder über ihre Grenze zurück, um Gefangene genommen zu haben. Wahrscheinlich denkst du so, Israel ist ein kleines Land, was haben die überhaupt für eine Kraft? Kommen da einfach Terroristen und überfallen das ganze Land? Man kann sich ewig mit Israel beschäftigen und mit dem Nahostkonflikt und allem. Aber was in Israel der Fall ist, dass sie einer der besten Geheimdienste haben. Zum Beispiel, sie haben einer der besten Militärsysteme. Das heißt, man greift nicht einfach Israel an. Wenn man Israel angreift, dann hat man wahrscheinlich ziemlich viel hinten dran. Und das Problem ist, dass die Hamas anscheinend vom Iran unterstützt werden. Und das Problem daran ist, dass die USA dem Iran in der letzten Zeit um die 6 Milliarden Dollar zugeschoben haben. Das hatte natürlich gute Gründe für die USA, aber mit diesen 6 Milliarden Dollar kann man auch wunderbar einen Krieg investieren. Das heißt, hinter dem Hamas, hinter den Palästinensern, steckt unglaublich viel Geld. Und das ist schlecht, weil damit kann man Waffen kaufen und damit kann man Krieg führen. Und was wir bisher auch noch nicht so gesehen haben, ist, wie sich das Ganze da hinten im Nahen Osten gerade entwickelt. Und zwar, du hast es mitbekommen, Afghanistan ist unter der Herrschaft von den Taliban, also von Terroristen. Saudi-Arabien rückt immer weiter Richtung China. Israel, weiß nicht, ob du es wusstest, viele wissen es gar nicht, Israeliten glauben nicht an Jesus. Also sie glauben, dass Jesus existiert hat, so wie die meisten Wissenschaftler auch. Jesus hat existiert, aber sie glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes war. Das heißt, in der logischen Konsequenz kommen sie nicht in den Himmel, weil Jesus ist Christus, ist der einzige Weg zum Vater. Aber sie sind natürlich das Volk aus dem Alten Testament und sie sind das Volk, das Gott besonders liebt. Im 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 6 steht nämlich, denn ihr seid das heilige Volk, ihr gehört ganz dem Herrn, euer Gott. Er hat euch aus allen Völkern der Welt zu seinem Eigentum erwählt. Und wenn du die Geschichte von Israel kennst, dann waren sie immer wieder auf Abwegen, haben immer wieder was falsch verstanden. Und in den letzten 2000 Jahren haben sie auch immer noch was nicht ganz verstanden, was ganz typisch Israel ist. Aber sie sind das Volk Gottes. Und in der Bibel steht auch, dass wir für das Land Israel beten sollen. Also für uns Christen heißt es, dass das Land angegriffen wird, in dem Gottes Menschen leben. Natürlich, wir sind auch Gottes Menschen, überhaupt keine Frage, du bist Gottes Kind, wenn du ihm sein Leben gegeben hast. Aber es wird hier Israel angegriffen und das ist Gottes Land. Und deswegen sehen wir gerade überall auf der Welt, gestern war erst Samstag, aber schon jetzt sehen wir überall auf der Welt, wie Kirchen, wie Prediger für Israel gebetet haben. Your word says, bless those that bless Israel. Bendice a los que bendicen Israel. And as an act of obedience, como acto de obediencia, we pray for Israel. Oramos por Israel. We pray for the peace of Jerusalem. Ich war gestern auf einem Big Worship Event in Mannheim. Wir haben für Israel gebetet. Und das wird heute an einem Sonntag wahrscheinlich in jeder Kirche passieren, dass überall Menschen für Israel beten.
Schön, dass du dabei warst, schön, dass du dir das Video angeschaut hast, heute mit einem sehr ernsten Thema. Aber wie gesagt, wenn du uns unterstützen möchtest, kannst du das gerne tun. Unten habe ich einen Link in der Infobeschreibung. Schreib mir eine E-Mail, dann connecte ich dich mit der Stiftung, mit der wir zusammenarbeiten in Deutschland, dass du eine Spendenquittung bekommst. Alles Geld fließt direkt ins Marketing. Und mit jedem Euro, den wir bekommen, entweder PayPal kannst du unten spenden oder ab 500 Euro kriegst du eine Spendenquittung. Jeder Euro wird Menschen erreichen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ciao.